Hallo und herzlich willkommen zurück in Hausflipper. In der letzten Folge habe ich ja angefangen, hier mein kleines erstes Büro zu streichen und etwas neu einzurichten und habe jetzt beschlossen, dass ich diese Kommode hier, diese hässliche, auch verkaufe. Und das Bett doch mal drehe. In die andere Richtung. Moment. Und das dann eher so, glaube ich, so hinstelle. Ich muss mal gucken, wie das halt wirkt. Ja, irgendwie glaube ich, dass es hier in der Nische besser wäre. Ich weiß nicht warum. Oder ich lasse es erstmal so. Gut, dann lasse ich das erstmal so. So, dann bräuchte ich Schränke oder sowas. Oder eine Kommode wenigstens. Ach, ich finde ja so eine stilvolle Kommode ja irgendwie schön. Das hat so was Bauernhofartiges. Schuhschrank mit Kleiderständer, Baum. Aha. Aber ich brauche irgendwas Praktisches. Was ist das? Kann ich das hinstellen? Ach so, das ist ein bisschen zu groß. Irgendwas Kleines. Kleiner Hängeschrank, okay. Ja, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Das sind doch hier nur Nachttische. Okay, was ist damit? Ja. Also andersrum drehen. Ja, gute Frage. Ach, ist egal. Ich nimm's. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber was soll's. Okay. Was gibt es eigentlich an Schreibtische? Na, nicht alle wirklich sehr schön. Aber einen, ja, was ist das? Mahagoni, Zedern, Kirsche, Grau, Weiß. Okay. Gut, dazu muss ich aber erstmal meinen Schreibtisch verkaufen, glaube ich. Ist das ein Feuermelder oder ist das eine Halogen? Nee, ist ein Feuermelder. So, wie schaut es eigentlich aus mit Lampen? Funktioniert die? Ja. Okay, na wenigstens etwas. So. Dann werden wir mal den Teppich. Ein bisschen so hinpacken. Es gibt ein bisschen Struktur und Tiefe. Ich hoffe, ihr nehmt jetzt mein Gequatsche nicht ernst.
gefällt mir nicht. Ach ja. Na gut. Okay, so diese Tür. Wechsle ich auch mal aus. Okay. Oh Gott. So, Möbel, Türen und Fenster. So, jetzt kann ich eine Innentür nehmen. Jetzt ist nur die Frage, wie rum ist richtig. Kann ich irgendwie nach oben gucken? Ah, das Problem ist, dass ich die garantiert wieder falsch reingebaut habe. Oder? Oder? Nee, das sieht doch ganz gut aus. Ein bisschen schief, aber hey. Sieht man hier an dieser Kante. Ach ja. Aber egal. Die Tür sieht schon mal ordentlicher aus. So. Okay, das kann ich nur entfernen. Das auch. Sehr gut. Na ja, dann. Gucken wir mal, was die Küchenmöbel so hergeben. Küche. Ein Küchenschrank mit zwei Türen. Eckschrank für die Küche. Ja, ich guck nur, ich guck nur. Mit Herdplatte. Aber ich brauche ja noch eine Spüle. Okay. Ach ja. Eckküchenset. Oh, 1000. Aber kann man da denn auch, warte mal, Arbeitsplatte, Makore, Vorderseite weiß, was? Stahl? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Moment, in T-Form. Weiß? Naja, rot nicht wirklich. Kirschbaum, Buche, Thunfisch, Bänke. Okay, kann ich die... Oh Gott, alter Schwede. Nee, das wird nix. Nein, das wird leider nix. Gut. Achso, muss ich das jetzt erstmal wieder abbrechen oder was? Ja. Gut, also was Kleines muss her. Naja, dann nehme ich hier sowas, oder? Küchenschrank mit zwei Türen. Weiß und grau. Linke Tür weiß, rechte Tür. Ach so, okay. Weiß. Ach komm. Ach so.
Ah, ich verstehe. Oh Gott. Nein, 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 nein. So. Einmal das. So ein Stück nach vorne nehme ich an. Na, komm schon. So, steht das jetzt an der Wand? Ach, hör doch auf. Na, ist aber auch eine Futzelarbeit, oder? Steht gar nicht richtig an der Wand. Ist ja voll doof. Ich probier's nochmal. Irgendwie muss es ja gehen. Vielleicht muss ich das einfach nur etwas gerader? Nee. Na gut, dann ist es halt so. Okay, dann brauche ich noch eine Spüle. Na toll, und warum steht dieser Schrank jetzt dran? Kann mir das mal einer verraten? Das finde ich echt nicht nett. Ich verstehe es nicht. Dabei mache ich doch hier nichts anderes. So, und jetzt noch einmal nach hinten, bitte. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Manu. Okay, dann ist es halt so. So, und jetzt brauche ich noch. Oder sollte ich da. Ah, ich glaube, ich mache da die Schub. Moment. Ich mache. Moment, Leute. Ich werde nochmal ganz kurz umswitchen. So. So, dann kaufe ich mir jetzt erstmal. Nein, 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 nein. Ich wollte eine mit Schublade. So. Vielleicht kann ich ja nur so ein kleines da reinbauen, wegen der Tür. Stück nach vorne, wenn es geht. Warum geht denn das nicht? Na toll. So, ist es jetzt an der Wand? Ich hoffe es so. Ja, also irgendwas stimmt hier nicht. Ja, cool, weil das so rangesteckt werden könnte. Aber hey. Na, bin ich schon wieder zu nah irgendwo an der Wand? Na, komm schon. Nee, nach vorne. Es ist jetzt auch wieder nicht an der Wand. Warum? Womit hat er ein Problem? Also Baumenüs, die nicht so richtig funktionieren, finde ich doof.
Ja, gut, dann ist es jetzt erstmal so. Okay, dann bräuchte ich irgendwie ein Herd oder so. Gibt es sowas überhaupt? Vielleicht elektrische Ausrüstung. Vielleicht da. Ah, ein Gasherd. Gasherd mit vier Brennern. Okay. Das wäre gut. Ich mag kein Gas. Ah, stelle ich das dahin? Ja, so. Sehr gut. Gut, wie gesagt, das steht hier echt nicht perfekt. Keine Ahnung warum. Aber gut, dann ist es halt so. Okay, was ist das denn? Kann ich das eigentlich verkaufen? Ach so, ist eine Tasse. So. Nö, den behalte ich dann. Ach du Shit. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Ja. Gott. Leute, wartet mal. Jetzt bin ich ein bisschen. Moment. So, den packe ich mal ganz kurz. Kann ich es aufs Bett packen? Nein. Aber darauf. Sehr gut. Dann packe ich den erstmal dahin. So, mein Laptop kommt erstmal dahin. Mein Stuhl da. Okay, so. Ein Schreibtisch muss her. Ganz schnell. Ich habe den ja aus Versehen gerade verkauft. Mein Fehler. Möbel. Tische. Ach so, gut, Schreibtische. Das wird, glaube ich, besser. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir den. So, da müsste ja eigentlich da reinpassen, oder? Achso, was ist jetzt hier vorne und hinten? Mal gucken, mal gucken. Das sind, glaube ich, die Schubladen. Ja, okay, dann ist das also vorne. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. So, unter dem Fenster arbeiten ist eigentlich gar nicht verkehrt, oder? Wobei, komme ich da durch? Ach, jetzt kann ich die da nicht draußen hinstellen. Wartet mal. So, den habe ich schon mal gekauft, weil ich wollte ja mal gucken, dass ich das hier ein bisschen umstelle. Den Aktenschrank auch mal weg. Oh Gott, hier sieht's aus.
bisschen nach vorne, glaube ich. Und zur Wand. Okay. So, dann mache ich die Kommode nämlich dahin. Tata. Darauf. So, dann kann nämlich mein Schreibtisch gedreht werden. Und genau hier unter das Fenster. Sehr gut. Den Stuhl behalte ich erstmal. So, ach so. Jetzt ist der Hammer am Weg, ne? So. Einmal so. Nein. Genau. Okay, dann kann ich mich meinen Laptop jetzt auch wieder schön darauf. Na, das ist doch mal cool. Soll ich den mal verkaufen? Ja. So. Die Kettensäge. Kann ich die draußen hinlegen? Ich meine, eigentlich... Nee, geht aber nicht. Ach ja. Dann lasse ich sie erstmal da. Okay. Na, ich glaube, das nimmt doch schon langsam Form an. Ach so. Wenn ich rausgehe, geht das Licht aus, wenn ich... Ah, Bewegungsmelder. Ich verstehe. So. Ja, ich glaube, so könnte es funktionieren. Ja. Alles klar. Gut, jetzt war es eigentlich nur eine Folge, die nur für mich jetzt hier diente, für mein kleines Bürolein. Aber ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Tür zu. Und den schönen Abend mit dem ganz tollen Sternenhimmel genießen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.